Der nächste Kandidat ist der Ludwig, bewirbt sich für den Spitzenkandidat und für weitere Listenplätze. Und ich glaube, gezogen hast du den Arbeitsmarkt. Bitte. Genau, danke dir. Und zwar, mein Name ist Ludwig Sommerauer, ich bin 31 Jahre und bin aus Salzburg. Wie unser Generalsekretär schon gesagt hat, ich bin einer der wenigen, beziehungsweise einer von den ein Drittel, die vorher mit der Politik bzw. mit der NEOS noch nicht so viel zu tun hatte und würde gerne die Chance ergreifen, einfach ein bisschen den Einfluss von außen einbinden zu können. Ich bin mit meinem Lebenspartner gemeinsam Unternehmer, wir haben mehrere Firmen und da passt das Thema zum Arbeitsmarkt, finde ich, sehr gut, weil man da wirklich viele Erfahrungen hat. Einerseits finde ich es sehr traurig, dass unsere Rot-Weiß-Rot-Karte in Österreich sehr schlecht angenommen wird bzw. schwer überhaupt aufgegriffen wird. Da sollte man angreifen bzw. auf EU-Ebene etwas einsetzen, was wirklich allen Ländern zugutekommt. Und andererseits natürlich soll man den Arbeitsmarkt stärken. Wir sind in einem leider sehr Niedriglohnsektor tätig. Das heißt, wir kennen uns wirklich mit der Migration bzw. mit der Rot-Weiß-Rot-Karte sehr gut aus und möchten da vielleicht etwas aufgreifen, dass man sagt, man bräuchte wirklich etwas, das den ganzen EU-Markt umgreift, dass man jetzt wirklich sagt, von der Migration weg über die Asylpolitik den Arbeitsmarkt zu stärken, vielleicht manche Stellen, so hart es klingt, da wir einen Arbeitskräftemangel haben, zu ersetzen. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Technologien, gewisse Positionen zu reduzieren und diese Menschen wirklich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wo man sie braucht. Es gibt definitiv große Bedingungen, wo man sagt, wir sind im Gegensatz zu, nennen wir es ganz hart, China und anderen Ländern etwas rückschrittlich, was die Technologie betrifft, was die Forschung betrifft. Und wenn wir uns da stärker einsetzen würden, dass wir da wieder aufholen, denke ich, dass wir auch definitiv den Arbeitskräftemangel schon allein dadurch gehend bekämpfen können. Wir müssen dann nicht auf Teufel komm raus die gesamte Politik umdenken lassen, sondern wirklich einfach sagen, die Themen, die wir haben, besser umzusetzen. Ich danke. Danke.